Okay, hier geht's nicht nach oben. Ah, und hier ist die andere Seite. Okay. Hätte ich einfach hier weiterlaufen sollen. Ach, warte, das ist doch nicht die andere Seite. Schockwelle erhalten. Die Teilung Kalados Teil 1. Nehme ich auch noch mit. Den Besen auch. Kann ich schnell alles verkaufen mal. Langsam. Ja, und wo ist jetzt die zweite Tür, von der geredet wurde? Hm, konnte ich also doch nicht so einfach. Okay. Dann müssen wir mal warten, bis der pennt und dann können wir da durchmarschieren. In dem Fall gehen wir hier nochmal kurz nach oben. Schau es mir nochmal in Ruhe an und vielleicht ist er auch raus. Ansonsten können wir vielleicht das Äffchen da gleich durchschicken. Ah, das ist vielleicht eine Idee. Warte mal, speichern. Vielleicht aber auch nicht, weil hier ist... Oh. Warum nicht hier ein Barren? Oh, hier ist ein Stein, okay. Oh. Oh. Hi. Das ist ja witzig, na gut. Also hier geht es einfach nicht lang, okay. Da lag noch ein Fernrohr. Bekommen. Musik ist auf jeden Fall anders, aber irgendwie auch nicht. Anspiegel, Gold. Das ist noch so eine hässliche Büste. Da irgendwie hoch, ohne springen zu müssen. Sieht schlecht aus. Ah, doch. Raus hier! Oh ja, ist ja gut. Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Aha. Behalte deine Finger bei dir. Klar. Ja. Wir müssen mal warten, bis er pennt. Oder ein helles Äffchen wird er auch entdecken. Aber gut. Wir kommen wieder. Und zunächst gehen wir mal noch weiter hoch. Das ist eigentlich der höchste Punkt hier. Und was für eine Aussicht. Sehr, sehr schick. Und da kommt man auch wieder rein. Ach, das ist dann der zweite Turm hier, ne? Mit der kaputten Treppe, genau. Langenwurz. Da ist nix. Warte, da gehe ich gleich rein. Hier liegt auch nix, okay. Auch nix. Was ein Geisterbild, naja. Also relativ unspannend hier oben. Okay, gut. Haben wir das auch geklärt, was hier ist. Na, können wir den Vogel verjagen? Jo. Oh, was ist denn da los? Alles klar. Haben wir die Zitadelle jetzt auch abgefrühstückt erstmal. Hier oben, ja, wir kommen wieder. Oder später kommen wir wieder und dann machen wir das da weiter. Da gibt es noch ein paar Sachen zu holen. Doch fürs Erste... Erledigen wir mal ein paar Aufgaben, oder? Ja, Kalador. Hier für Harry, na gut, dafür müssen wir ja nach Kila reisen. Der Schatz am Strand, können, den können wir mal holen. Verlobungsring, dafür müssen wir nach Antigua.
Berg, naja, da kommt auch noch. Das Grimoire werden wir holen. Das ist hier im Westen von Kalador. Nö. Nee. Und hier geht es dann seinen Weg runter, ne? Genau. Also, da geht's runter, sieht's aber duster aus. Und hier ist ein Bauernhof. Schauen wir uns den mal an. Guck dir die Windmühle an. Der ist nicht zu trauen. Ihre Flügel warten nur darauf, dir einen überzubraten. Aber ich pass schon auf dich auf. Na, da bin ich ja beruhigt. Ja. Irgendwie, ne? Hallo, Ernesto. Wenn du Arbeit suchst, muss ich dich enttäuschen. Ich habe kein Gold, um noch jemanden zu bezahlen. Außer du willst umsonst arbeiten. Ich brauche kein Gold. Ich brauche kein Gold. Ich habe auch nichts anderes, was ich dir geben kann. Es ist sowieso egal. Wir haben gar nicht genug zu tun für noch einen Knecht. Du bist hier der Chef? Gut erkannt. Der Hof gehört mir. Aber wenn das so weitergeht, ich überlege ernsthaft, ob ich diesen verfluchten Hof nicht einfach verlasse. Klingt, als gibt es hier Probleme. Wir haben eine Menge Probleme. Die Schatten und diese komischen Höhlen, von denen man überall hört. Und alles hat angefangen, nachdem mir mein Kerzenständer gestohlen wurde. Genau. Der ist natürlich schuld. Dein Kerzenständer ist schuld daran? Ich weiß, wie das klingt, aber ich bin mir sicher. Diesen Kerzenständer hat der Vater meines Großvaters damals von einer Reise mitgebracht. Mein Vater hat unser Familienwappen in ihn hineingraviert. Er war aus purem Gold. Er sagte immer, solange wir diesen Kerzenständer haben, kann uns nichts passieren. Und ich habe ihn mir stehlen lassen. Kurz darauf ist hier die Hölle losgebrochen. Wer hat einen Kerzenständer gestohlen? Das weiß ich nicht, aber ich habe einen Verdacht. Mira, meine Magd, sagt, sie hätte in dieser Nacht Nikodim hinterm Haus herumschleichen sehen. Wenn du ihn suchen willst, solltest du mit den beiden mal reden. Mir erzählen die eh nicht die Wahrheit. Vertrauen ist wohl nicht deine Stärke. Weißt du, ich bin schon alt. Lange werde ich wohl nicht mehr unter uns weilen. Und da ich keine Kinder habe... Naja, irgendwer muss den Hof ja mal übernehmen. Eigentlich hatte ich immer Nikodim als meinen Nachfolger im Sinne. Aber in letzter Zeit bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ich finde deinen Kerzenständer. Das ist wirklich nett von dir. Am besten fängst du deine Suche bei meinen Leuten hier an. Befrag sie einfach mal. Vielleicht erzählen sie dir mehr als mir. Werde ich tun. Wenn du ihn tatsächlich findest, werde ich dich natürlich angemessen entlohnen. Dann hört dieser Spuk mit den Schatten hoffentlich bald auf. Wir werden sehen. Genau. Angemessen entlohnen. Hier ist ein Schrotpistol. Er hat gesagt, hinter dem Hof, ne? Und schauen wir doch mal. Ich glaube einfach mal kurz stumpf hinter dem Hof lang. Vielleicht ist da irgendwas. Aber sieht erstmal nicht so aus. Na, das lassen wir mal. Dann sind wir mal kurz hier reingeschlichen. Hier steht was von einem Monokel. Das habe ich schon. Das ist gut. Haben wir hier Gold. Gold. Und wer bist du, Mira? Ah, ja. Hallo, starker Mann. Was führt einen gut aussehenden Burschen wie dich in solch eine öde Gegend? Lass mich raten. Du bist auf der Suche nach Abenteuern, Schätzen und gefährlichen Monstern? Nur die größten Monster sind für mich gerade groß genug. Ab und zu würde ich auch gerne mal gegen ein großes Monster kämpfen. Das kann ich mir denken. Wenn wir doch nur in einer anderen Zeit, an einem anderen Ort leben würden. Klingt, als hättest du ein Problem. Ich habe kein Problem. Ernesto hat ein Problem. Ihm wurde sein wertvollster Besitz gestohlen. Sein gravierter Kerzenständer. Er befindet sich schon lange in seinem Familienbesitz.
Er kann dir darüber sicher mehr erzählen. Ich kann mir nicht helfen, aber mit der stimmt was nicht. Bitte sag deinem Gehilfen, er sollte besser still sein, wenn schöne Menschen reden. Gehilfe, pah! Was weißt du über Ernestos Kerzenständer? Ich habe einen Verdacht, wer ihn gestohlen hat. Wirklich? Ich habe Nikodim in der Nacht, als der Kerzenständer verschwunden ist, hinterm Haus herumschleichen sehen. Allerdings behauptet er, dass er es nicht war. Und irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er der Dieb ist. Er ist ein viel zu großer Waschlappen, um so etwas zu machen. Außerdem, was sollte er davon haben? Sag du es mir. Ha, niemals hat er ihn geklaut. Er kann ja nicht mal lügen, ohne rot zu werden. Aber Ernesto glaubt, dass Nikodim ihn geklaut hat. Ich werde bestimmt nicht versuchen, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Aber sag mir, mein Süßer, willst du mir nicht vielleicht helfen? Einer schönen Frau helfe ich doch gern. Das ist ein Schleim, ne? Sag sowas nicht, sonst komme ich noch auf falsche Gedanken. Aber ich könnte wirklich Hilfe gebrauchen von so einem gestandenen Mann wie dir. Ich würde mich auch erkenntlich zeigen und dir eine ganz besondere Belohnung geben. Ich will sicherstellen, dass Nikodim den Hof nicht bekommt. Das sollte nicht allzu schwer sein, da der alte Greis sowieso schon glaubt, dass er den Kerzenständer gestohlen hat. Ah ja. Okay, ich finde den Kerzenständer für dich. Du bist der Größte. Ich will, dass du Ernestos Kerzenständer findest und ihn bringst. Selbst wenn Nikodim ihn nicht geklaut haben sollte. Ich will, dass du Ernesto sagst, dass Nikodim ihn hatte. Dann wird er ihm bestimmt nicht den Hof vermachen. Und denk an meine Belohnung. Ja, ja. Eine Sache noch. Was hältst du von Ernesto? Erzähl ihm bloß nicht, was ich dir jetzt sage. Nein, ja? Niemals. Ernesto ist alt. Lange wird er wohl nicht mehr unter uns weilen. Irgendwie bin ich traurig, aber auch froh darüber zugleich. Wieso froh? Der Hof stagniert. Ich würde hier etwas Großes draus machen. Aber der alte Greis traut sich nicht, auch nur das geringste Risiko einzugehen. Bist du hier die Magd? Da hast du völlig recht, mein Hübscher. Ich bin Mira. Ich kümmere mich hier um das Essen, putze das Haus. Ich achte darauf, dass hier nicht alles vergammelt. Ohne mich wären hier doch alle aufgeschmissen. Kannst du mir was beibringen? Wohl kaum. Kommt drauf an. Na gut. Ja, ja, die ist ja drauf. Mal gucken. Ich glaube, selbst wenn ich den Kerzenständer finde und Nikodim es nicht war, werde ich ihn ihr den nicht geben. Autsch. Der Kobold überall. Was? Warte mal. Die Null. Hey, sag die Null. Er steht nicht mehr auf. Na, hoffentlich. 3 Gold. Upsala. Ja, wir haben gerade gesehen, bei uns hat viel Redebedarf. Da kümmern wir uns später mal drum. Oh, danke. Frag mich, wo Nikodim ist. Also hier oben wird er bestimmt nicht sein, oder? Aber wenn hier schon Kobolde sind, dann habe ich so eine Vermutung, wer den Kerzenständer gestohlen haben könnte. Na, das hier wird Nikodim sein. Hier hinter ist auch nichts mehr, okay. Und hier drin, oh, oh. Bitte? Warum schleichst du? Ja, ich schleiche nicht. Hey, dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin... Naja, ich weiß schon. Du bist derjenige, dessen Boot am Horizont zu sehen ist, oder? Du bist wohl ein ganz Schlauer. Hab ich's mir doch gleich gedacht. Was machst du hier auf dem Hof? Ich bin der Knecht von Ernesto. Ich bin für die Mühle und alle anderen körperlichen Arbeiten hier zuständig. Ich suche Arbeit. Ich hab nichts für dich. Aber sprich doch mal mit Ernesto. Ich glaube allerdings nicht, dass er sich noch einen Knecht leisten kann. Andererseits, ich habe vielleicht doch Arbeit für dich. Was hast du für mich zu tun? Irgendjemand hat vom Hofherrn Ernesto einen wertvollen, handgravierten Kerzenständer gestohlen. Und alle verdächtigen jetzt mich. Ich habe ihn aber nicht.
Wieso glauben alle, dass du ihn geklaut hast? Ich gebe zu, es sieht auch sehr danach aus, als hätte ich ihn geklaut. In der Nacht, als der Kerzenständer verschwunden ist, habe ich ein Geräusch gehört. Also bin ich zu dem kleinen Vordach vors Haus gegangen, um nachzusehen. Aber ich konnte nichts finden. Gerade als ich wieder hineingehen wollte, hat Mira die Magd mich gesehen. Tja, und darum glauben alle, ich hätte ihn geklaut und nachts irgendwo vergraben. Ich werde den wahren Dieb finden, auch wenn du es sein solltest. Aber ich bin es nicht. Bitte streng dich an. Meine Zukunft hängt davon ab. Sprich mal mit den anderen. Vielleicht kannst du sie ja einfach überzeugen, dass ich es nicht war. Und schau mal vor dem Haus bei dem Wagen nach. Dort hatte ich die Geräusche gehört. Ah ja. Dann den Teleportstein holen wir später. Vor dem Haus bei dem Wagen. Sprich hier. Oh, hier ist... Es sieht so aus, als wäre hier jemand durchgelaufen. Die Spuren führen nach Osten. Ich sollte ihnen folgen. Okay. Wollte dem Gold hier folgen. Warte, Osten ist da. Auch noch mehr Gold. Ah, ja. Ja, die eine Münze lassen wir mal liegen. Da liegt Gold. Holen wir uns gleich. Warum weiß man das denn hier weg? Na, da bist du. Anna. Es ist gestohlen. Deinesgleichen hat es uns gestohlen. Unser Ein und Alles. Unser Seelenheil. Komm zu uns zurück. In einem Stück. Mach mal halblang. Ich verstehe kein Wort. Worum geht's überhaupt? Unser Amulett. Er hat es uns genommen. Die Toten erwachen. Schon bald hat er nichts mehr zu lachen. Du musst ihn überreden, es wieder rauszugeben. Okay. Wozu braucht dein Geist überhaupt ein Amulett? Erinnerungen des Lebens sind auch im Tod nicht vergebens. Löse deinen Geist davon und finde Frieden. Spricht er wahr oder will er uns betrügen? Ich habe keinen Grund, dich zu hintergehen. Also vergiss die Reime und leg dich wieder zur Ruhe. Ein wahres Wort an einem toten Ort. So lebe denn wohl. Erledigt. Oh. Na gut, das Amulett hören wir uns trotzdem, ne? Oh, hier ist Gold. Und da ist... Ach, die Spur wird hier am weitergehen, oder? Warte, warte. Ah ja, hier geht's eindeutig rum, aber... Hier ist halt auch Gold. Hm, die Spuren führen weiter nach Norden, durch den Friedhof. Okay. Das sagt er dann alles. Huch. Sehr. Also hat der Dieb nicht nur den Kerzenständer geklaut. Ciao. Sondern auch gleich hier noch ein Amulett mitgehen lassen. Die Spuren führen weiter nach Norden. Wer auch immer das war, muss ziemlich undichte Taschen gehabt haben. Und ganz schön viel Gold. Oh. Oh, na geil. Los, schlitzen wir ein Paket auf. Da oben aber noch einer. Da geht's nicht lang, okay. Speichern, so. Na komm her, Kollege. Jetzt schlage ich ein paar Schüsse. Bei uns alles voll mit Blumen. So, warte mal. Hier lag ja noch Gold rum, ne? Also hier zumindest, da. Oh, hier wird's langsam duster. Er scheint nach rechts gegangen zu sein. Die Spuren laufen weiter nach Nordosten. Mhm. So, die Höhenhunde sind ja zum Glück gar kein Problem mehr.